Ha, Lilo, ich habe mal wieder was Interessantes gefunden. Einige wissen ja schon, ich habe mal früher eine Ausbildung zum technischen Zeichner gemacht und habe da ein Programm gefunden. Das ist eigentlich ein Matheprogramm, aber das funktioniert ganz ähnlich wie ein technisches Zeichenprogramm, heißt GeoGebra. Ich habe ein Ubuntu Software Center gefunden. Aber damit kann man so ein bisschen Mathe machen, aber Mathe für, mit Spaß, ne? Also nicht, dass jetzt einer meint, jetzt kommt der Hochschullehrer schlumpfig und wie auch immer. Das ist ganz witzig gemacht. Pass auf, ne? Wir haben hier oben verschiedenste Werkzeuge. Ne? Erstmal so ein Pfeil, damit kann man die Objekte, die man hinterher malt oder macht, bewegen. Und man kann sich hier auf dem Zeichenblatt auch bewegen. Mit der Ansicht kann man sich Achsen anzeigen lassen. Rollrad vorne zurück kann man sich da bewegen und verschieben kann man es auch. Also man kann hier lustig rumklicken. Ich mache mal die Achsen weg, die brauche ich nicht. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt mal ein Beispiel. Wir haben einen dreieckigen Raum, ne? Der hat drei Ecken. Mein Raum, der hat drei Ecken. So, und weil man diese Buchstaben jetzt nicht so gut sieht, kann man mit den Einstellungen die Schriftgröße mal ein bisschen größer machen. So. So sieht ja schon angenehmer aus, ne? Zumindest hier fürs Video. Und die Bezeichnung der Punkte kann man verschieben, wenn die einen stören hinterher. Und die werden uns wahrscheinlich im Laufe dieser kleinen Konstruktion stören. Dreieckiger Raum, drei Ecken hat er, ne? Und da soll ein Teppich rein, der rund ist. Einen Innenkreis konstruieren. Gut, Außenkreis kann wahrscheinlich jeder. Einen Innenkreis ist ein bisschen aufwendiger, ist auch so ein bisschen mathematischer. Deshalb das gewählt. Aber gleichzeitig ist das so ein bisschen wie technisches Zeichnen. Hier sieht man Strecke zwischen zwei Punkten. Gut, Punkt A anklicken, klick. Ja, hier habe ich das Ding an einem Faden gekreuzt und schon habe ich meine Strecke gemalt. Ne? Man kann natürlich auch einen Streckenzug oder macht das Ganze nochmal von B nach C. Ne? Ganz ähnlich wie beim technischen Zeichnen, ist aber geometrisch hier, total geometrisch. Ne? Man sieht da auch auf der linken Seite die genauen Koordinaten. Was ist, wenn man sich da vertan hat? Ne? Punkt A können wir verschieben. Ne? Ja, bleibt alles schön zusammenhängt. Ne? Das ist ganz intuitiv zu bedienen. Also ich habe die Bedienungsanleitung überhaupt nicht durchgelesen. Ne? Das ging alles sofort wie von selber. Gut, das ist unser Wohnzimmer. Ne? Man kann natürlich die hier oben die Werte auch ändern, ne? Wenn man sagt, Punkt A liegt nicht da. Also kann man einfach den Text ändern und dann ist der Punkt A ganz genau definiert, wo man den haben will. Oder B soll nicht 10,09, sondern genau 10 sein. Da kann man dann den Text ändern und bums ist das 10. Ne? Und dann die andere Koordinate soll auch 10 sein. Kann man also ganz genau geometrisch eingeben. So, und was können wir damit machen? Ne? Was soll denn der Spaß jetzt? Pass auf, jetzt geht das los. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich sofort die Winkel anzeigen zu lassen zwischen dem und dem. Wenn er sagt, das ist jetzt aber verkehrt rum gewinkelt, ne? Bearbeiten rückgängig. Ne? Kommt manchmal auf die Reihenfolge an. Hier oben steht dann immer, mach dies und jenes. Werdet entweder drei Punkte oder zwei Geraden, die gerade angeklickt, steht da die Zahl, weil ich die nicht lesen kann, gehe ich wieder auf dieses Werkzeug bewege, also dieses Pfeilchen, und schreibe mir das da hinten. Ganz einfach. Jetzt gehe ich auf den Winkel von dem nach da. Dann steht da die Zahl und weil die wieder so ein bisschen blöd steht, machen wir das so. Jetzt gehen wir wieder auf den Winkel. Ne? Gibt da verschiedenste Winkelangaben, da nach da. Und wenn das dann verkehrt rum wäre, dann macht er einfach Bearbeiten rückgängig und klickt die Linien in der umgekehrten Reihenfolge an wie vorher. Dann kann ich mir auch noch draußen schreiben. Das ist kein Problem. Also ich schreibe es jetzt mal so dahin. So, nett. Was passiert, wenn ich jetzt einen der Punkte, zum Beispiel Punkt C, bewege? Nun, dann ändern sich auch die Winkel. Ne? Ist das nicht klasse? Das ist doch was fürs Auge hier. Ne? Das ist doch nett. Ne? Das ist Geometrie zum Anfassen. Das finde ich gut. So. Jetzt könnten wir ersten Schritt mal machen, einen Umkreis machen, der durch die drei Punkte geht. Das geht. Geht alles so. Ja, was haben wir denn? Kreis durch drei Punkte. Drei Punkte haben wir ja schon. Das ist ja prima. Punkt A, Punkt B, Punkt C. Fertig. Ja, schon haben wir einen Kreis. Und ich kann mir auch die entsprechenden Kreisformeln dann hier sofort anschauen, ne? Wie man den dann so berechnet. So, prima. Ich könnte mir auch die Flächen anzeigen lassen. Angenommen, ich müsste irgendwie wissen, welche Fläche hätte das, kann man, da gibt es auch die Option Fläche von dem Kreis. Und die wäre dann so groß, ne? In Quadratmeter oder Millimeter, je nachdem, was ihr da so gewählt hättet. Kann ich wieder verschieben. Ne? Fläche vom Kreis. So.
Und wenn ich einen der Punkte jetzt verschiebe, dann ändert sich die Kreisfläche entsprechend, ne? Jetzt könnte ich mir also die Winkel vom Wohnzimmer ausrechnen, wenn ich es noch nicht gebaut hätte, mit einem Umkreis, und ich hätte vielleicht nur ja, 1000 Quadratmeter maximal, und dann könnte ich gucken, wie ja, das optimale Dreieck dafür geht, ne? Gut, prima. Ich mache das mal wieder rückgängig. Rückgängig. Steuern Z. So lange, bis der weg ist. Steuern Z. Steuern Z. Steuern Z. Macht er immer schrittchenweise rückgängig. Finde ich gut. Zoomen kann man. Bewegen kann man. Prima. So, als nächstes wollen wir jetzt den Innenkreis konstruieren. Wie konstruiert man Innenkreis? Ich muss da jetzt auch nochmal wieder drüber reflektieren. So. Wir haben hier verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben hier zum Beispiel da die Möglichkeit, was hatte ich denn da gefunden? Lass mich gerade mal gucken. Die Winkelhalbierende brauchen wir erstmal. Die Winkelhalbierende. Von dem und dem. Ja, jetzt ist das genau die Halbierende dieses Winkels 47,85 Grad. Genau diese Linie ist die Hälfte des Winkels. So, jetzt gehe ich nochmal auf Winkelhalbierende zwischen dem und dem. So, und die schneiden sich. So, wie kriege ich jetzt einen Punkt, einen Schnittpunkt? Geht das immer noch zu verschieben, ja? Das geht immer zu verschieben. Seht ihr? Das ist immer noch die Winkelhalbierende. Das ist wunderbar. Das ändert sich interaktiv. So, dann brauchen wir einen Schnittpunkt. Schneide zwei Objekte, heißt das dann. Schnittpunkt zwischen den beiden Winkelhalbierenden. Bums. Heißt jetzt T. Den kann ich wieder verschieben, den Punkt D, ne? Gut, den kann ich auch umbenennen, ne? Umbenennen, Mitte. Bitte das immer nur als ein Wort, am besten kurze Namen geben, ne? Also keine Leerzeichen dazwischen. Das habe ich vorhin probiert. Mit Leerzeichen war nichts. Mitte ist da. So, Mitte vom Kreis haben wir schon mal gefunden. Jetzt ist so, bei der Konstruktion, da musste ich erstmal wieder nachblättern, wie das noch gewesen war. Geb's ja zu. Wie ist denn das? Wie kriege ich denn jetzt raus, wie der Kreis Innenkreisdurchmesser wird? Ich muss von dem Mittelpunkt eine Senkrechte machen. Eine Senkrechte. Und zwar war das jetzt die senkrechte Gerade darauf? Ja, eine senkrechte Gerade. Von da auf diese Strecke habe ich eine Senkrechte konstruiert. Ich glaube, die färbe ich mir am besten mal ein bisschen ein, damit man das besser sieht. In Blau schließen, sonst. Also ist die Senkrechte von der Mitte genau auf lotrecht auf die da. Ne? Kann ich das immer noch bewegen? Ja. Kann ich immer noch. Ist immer noch. Ne? Also die Winkelhalbieren ist nicht die lotrechte. Ne? Das ist klar. Gut. So, da haben wir die schon mal. Jetzt brauchen wir noch mal eine Mittelsenkrechte auf die andere Gerade. So. Können wir auch wieder umfärben. Ich mache die jetzt auch mal blau. Eigenschaften. Warum? Seht ihr gleich. Sonst irritiert das mit den anderen schwarzen Dingen. Auch die schneidet jetzt da zwei Punkte. Machen wir aber gleich einen Schnittpunkt. Mittelsenkrechte von der Mitte auf die da. Und machen wir die mal meinetwegen auch wieder blau. Ne? Blau, damit man das mit den Winkelhalbierenden nicht verwechselt. Ne? Sonst irritiert das ein bisschen. Also wie gesagt, man kann jetzt immer noch lustig. Ne? Mitte, und wir haben genau auch jetzt noch die Schnittpunkte. Also lotrecht auf die Seiten des Dreiecks. So, jetzt brauche ich Schnittpunkte. Wieder gehe ich wieder auf Schneide zwei Objekte. Die blaue Linie mit der Dreiecksseite. Jeweils, war rückgängig. War verkehrt. So, blaue Linie. Deshalb habe ich die blau eingefärbt, sonst kann man das leicht verwechseln. So, bewegen die sich auch noch mit? Kann man immer gucken, ne? D, E und F rutschen jetzt so richtig schön, immer schön darauf rum, ne? Passt wunderbar. So, jetzt können wir wieder den Kreis machen. Na, Kreis, der durch drei Punkte geht. Und D, E und F. So, jetzt habe ich meinen Innenkreis konstruiert. Prima. Sieht doch gut aus. Machen wir den, damit man auch sieht. Also hier kann ich mit Bewege etwas verschieben. Ja, der liegt jetzt genau auf so ein Ding drauf, ist nicht so tragisch. Die Eigenschaften vom Kreis, den mache ich jetzt mal blau. Grundeinstellungen erweitert kann man, glaube ich, auch. Ja, die Linienstärke kann man dicker einstellen. Meinetwegen in gestrichelt schließen. Ne? So, und jetzt kann ich natürlich auch lustig immer noch hier rum
zerren. Ja? Ich habe jetzt den Kreis, den Innenkreis konstruiert, die Mitte mir vom Dreieck interaktiv ermittelt, die Lotrechten auf die Seiten gemacht und sehe sofort die Winkel und könnte mir jetzt auch wieder die Quadratmeter von dem Kreis anzeigen lassen. So, sehr schön. Ja, jetzt könnte ich gucken, ne? Wie müsste mein Wohnzimmer denn aussehen von den Längen, Breiten, wie auch immer, damit ich eine bestimmte Fläche kriege von knapp 1000 Quadratmeter. So ungefähr könnte mein Wohnzimmer aussehen. Ich wüsste, welche Winkel es haben müsste, damit der Kreis, der nicht mehr als 1000 Quadratmeter haben sollte, da reinpasst. Nur 1000 Quadratmeter Wohnzimmer kann ich mir nicht leisten. Deshalb habe ich wieder zu hier. Gut, GeoGebra finde ich klasse. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.